Herr Memcic, bald ist es wieder soweit. Die Wolfurt Beach Volleyball Trophy steht vor der Tür. Am 7.8. geht es offiziell los. Vielleicht können Sie mir ganz kurz noch erzählen, was ist genau im Programm dieses Jahr? Was erwartet die Besucher? Wir haben dieses Jahr ein tolles Programm für alle Zuschauer, für Familien, für Sportbegeisterte. Das startet am Donnerstag, 7.8. mit dem Beachvolleyballcamp für Jugendliche. Geht dann am Freitag weiter mit den Hauptbewerben der Wolfurt Trophy, das Profi-Damen- und Herrenturnier. Und am Abend erwartet die Zuschauer natürlich immer eine tolle Beachparty mit Livebands und da ist natürlich volles Haus garantiert. Jetzt startet ja zeitgleich mit der Beach Trophy dieses Jahr auch die Olympiade. Das kann man sagen, dass viele Topspieler bei der Olympiade starten. Da sind einige dabei, die auch schon in Wolfurt waren in die Jahre davor. Wie sieht es denn hier dieses Jahr mit dem Starterfeld aus? Kann man da von der Qualität trotzdem mithalten? Ja, die Qualität ist sogar gesteigert worden. Es geht darum, die vier Top-Spieler, Top-Teams aus Österreich, die bei der Olympiade starten, die werden natürlich bei uns nicht dabei sein. Wir sind aber stolz, weil die vier teilnehmenden Teams der Olympiade bei uns schon gewonnen haben. Und wir haben aber trotzdem ein internationales Spitzenstarterfeld mit einem Weltmeister aus Brasilien, mit amtierenden Europameistern und die österreichischen Spitzenteams, die nicht an der Olympiade teilnehmen, werden natürlich auch am Start sein. Das ganz Tolle ist auch, Sie haben es vorher in der Pressekonferenz schon erwähnt, wie es üblich ist eigentlich im Beachvolleyball, das Ganze ist für die Zuschauer kostenlos. Das heißt also, man muss nicht teure Karten kaufen, teure Tickets kaufen, man kann wirklich einfach hinkommen und die Spiele genießen. Genau, so unkompliziert wie Beachvolleyball zum Spielen ist, mit einer Badehose und einem Ball, so unkompliziert ist es auch zum Zuschauen. Es gibt einen weltweiten Kodex, dass Beachvolleyballturniere kostenlos sind und das führen wir natürlich genauso in Wolfurt fort. Rein dann die Abendveranstaltungen, die Beachpartys im Festzelt, die sind dann mit Eintritt über Vorverkaufen wie bei der Raiffeisenbank. Abschließend noch ganz kurz, letzte Frage, Sie haben es gerade erwähnt, es gibt ein tolles Rahmenprogramm, zum einen eben die Abendveranstaltungen, zum anderen aber auch wird was geboten für die Hobby-Beachvolleyballspieler sozusagen. Was gibt es denn da genau? Genau, am Freitagnachmittag und Sonntagvormittag gibt es ein Ortsvereine- und Firmenturnier, Hobbyturnier und am Samstag ganztägig ein sogenanntes Sun and Fun Sägespäne-Turnier. Das ist ein Hobby-Mix-Turnier für Mannschaften jeglicher Art.